Und irgendwann muss man sich eingestehen, dass man halt Hilfe braucht. Ja. Zwei Männer, eine Krankheit. Andreas Seiter und Alexander Konrad leiden unter Depressionen. Deshalb sind sie in der Rheinhessen-Fachklinik in Alzey. Und sie verbindet noch etwas. Beide wollten zunächst keine Antidepressiva einnehmen. Also für mich ist es jetzt der dritte Aufenthalt in der Klinik. Und in den ersten Aufenthalten hatte ich keine Informationen. Da musste ich eben den Ärzten und Betreuern vertrauen. Und ich habe mir so etwas gewünscht. Mit so etwas meint Andreas Seiter diese neuen Aufklärungsbögen. Sie beschreiben Komplexes in einfacher Sprache. Zum Beispiel Alternativen zu Antidepressiva oder was für Nebenwirkungen bei der Einnahme auftreten können. Also es hat mir ein anderes Bild von der Depression gegeben. Es gibt viele Informationen zu dem Krankheitsbild und auch zu den Medikamenten, wie sie wirken, welche Nebenwirkungen und dass eben viele, viele Hinweise darauf gegeben werden. Und die waren sehr wertvoll für mich. Naja, man weiß halt einfach, worauf man sich einlässt. Ne? Also es ist so, dass doch schon einige Nebenwirkungen auftreten können und man ist halt nicht ganz unvorbereitet. Ja? Die Aufklärungsbögen gibt es mittlerweile in 11 Sprachen. Sie werden auch im Ausland verteilt. Entstanden sind sie als Gemeinschaftsprojekt, entwickelt von Ärzten, Pharmakritikern und Psychiatrieerfahrenen. Es gibt ja viele Aufklärungsbögen auch von kommerziellen Firmen, die dann alle juristischen Eventualitäten abbilden und dann kaum verständlich sind. Da haben viele Patienten mir einfach rückgemeldet, das nutzt ihnen nichts. Die in großen Teilen in Alzey entwickelte Broschüre soll erklären, informieren und auch Alternativen zu Antidepressiva aufzeigen. Zum Beispiel das Sport treiben, soziale Kommunikation oder was anderes essen, andere Ernährung und sowas. Das sind wichtige Aspekte, weil die Antidepressiva-Verordnung, die ist um das 7-fache in den letzten 10 Jahren gestiegen. Und da passiert was. Da wird die Politik und alle anderen werden sagen, da müssen wir irgendwie gegensteuern. Auch Andreas Seiter und Alexander Konrad nehmen Antidepressiva, aber nicht, weil es ihnen einfach verordnet wurde, sondern weil sie sich bewusst dafür entschieden haben, mit Hilfe der Aufklärungsbögen.